nochmal so ein schöner unkreisiger Kreis. So. Ich bin. So. Und dann habe ich, das ist alles eigentlich, was es gibt. Also der Kreis ist nur für uns als Modell, den gibt es nicht, weil es ist alles, was es gibt. Das heißt, es gibt keine Grenze. So, aber was ich jetzt dann mache, ist, das. Ich bin, ist die Potenzial, das Potenzial von allem, was ist. Und ich bin, kann jetzt entscheiden, wenn ihr vielleicht auch die Quantenphysik kennt, kann immer entscheiden, ob es sich als Teilchen oder Welle erfahren will. Kennt ihr dieses Doppelspaltexperiment? Hat jeder von euch schon mal darüber gehört? So, das ist die Realität. Ich bin, entscheidet in jedem Fall entweder, ob es sich gerade als Teil, als Form oder als Welle erfahren will. Und es nimmt komplett das raus, was ich hier für mich gebaut habe, indem ich die Grenze, ja, die Trennungsgrenze von, oh, ich erfahre mich jetzt als Teilchen, ist nicht das Problem. Das Problem ist der Schuldgedanke, der darauf liegt, dass ich glaube, jetzt etwas wahrgemacht zu haben, etwas Schlimmes quasi getan zu haben. Das heißt, ich bin immer noch ich bin. Ich bin immer noch dieses Bewusstsein. Die Frage ist, oder der einzige essentielle Unterschied in der Erfahrung ist, bin ich mir in dieser Blase des Ich wieder bewusst, dass ich ich bin und gerade die Realitätsebene von Teilchen statt Welle erlebe. Beides gleich. Gültig. Beides eine Ausdrucksform von Ich bin. Ich bin ist Welle und Teilchen. Hat das Potenzial von Schwingungswelle und Form. Materie. Da gibt es keinen Fehler. Ego. Ich. Ego ist Teilchen von Ich bin. Right? Leuchtet es ein? Ja. Und worin liegt jetzt hier für mich der Schatz? Der Quantensprung. Ja, Quantum ist das kleinste Teilchen. Der Quantensprung liegt darin, zu erkennen, wieder gewahr zu sein, bewusst zu sein, dass ich das bin.
dass ich bin, sozusagen. Und aus diesem Sein heraus eine von vielen Realitätsmöglichkeiten erfahre. Denn ich bin, ja, wenn ihr dieses Doppelspaltexperiment kennt, ja, die Welle verhält sich plötzlich wie Teilchen. Und zwar dadurch, dass es einen Beobachter gibt. Ja. Und zwar verhalten sich dann die Teilchen so, wie der Beobachter will, dass sie sich verhalten, ohne dass es ihm vielleicht, also jetzt im Falle des Doppelspaltexperiments, bewusst ist. Das heißt, wenn der Beobachter erwartet, dass etwas Bestimmtes mit den Teilchen passiert, dann werden sie sich so verhalten. Warum? Weil ich diese Macht bin, das zu wählen, diese Realität zu wählen. Aber jetzt heißt es ja so schön in spirituellen Kreisen, du bist der Schöpfer deiner Realität. Du bist verantwortlich für das, was du erfährst. Ja, aber Realität kann ich für mich nur verändern, wenn ich den Quantensprung gemacht habe und wieder weiß, dass ich bin. Aus diesem Ego heraus kann ich nichts wirklich, keine Erfahrung wirklich verändern. Ich werde immer eine Erfahrung von Trennung machen. Aus dem Ich Bin heraus habe ich einfach wieder die Erfahrung von wow, ich habe die Macht, mich selbst als Schwingung oder als Teilchen zu erfahren. Aber alles ist möglich nur durch den Willen des Gesamten, des Ganzen. Ich bin. Das heißt, dass die Essenz von allem ist, dass ich eine vollständige Bewusstheit von ich bin als Grundlage meiner Erfahrungen nehme. Das heißt, ein Gewahrsein, dass ich das bin. Der Punkt ist, dass ich jegliche Verantwortung, die ich hier in diesem Modell nach außen verlagere, sprich, also im Sinne von Schuld, komplett wieder als ein Ablaufen von Möglichkeiten, von Realitätsebenen sehe, die hier ihren Ursprung haben. Wenn ich mich selbst wieder als das Ganze im Teilchen erfahre, in dem Moment verändere ich eine Realität. Und wahrzunehmen, dass ich bin, in allem ist, auch in dem, was sich als getrennt betrachtet. Ich bin, das Ich von Ich Bin, ist weiterhin ich im Ich Bin, richtig? Und das heißt, in dem Augenblick, in dem Augenblick bin ich wieder auf Augenhöhe mit dem, was ich wirklich bin. Weil ich und bin auf Augenhöhe sind und nur zusammen
das ergeben, was ich bin. Ich bin auf Augenhöhe mit der Schöpfung. Und Erfahrung ist etwas Subjektives. Sie liegt immer in meiner Macht, in meiner Wahl, in meinem Willen. Und darin liegt keine Schuld, sondern ein Wow. Alles ist nur eine Kulisse. Ja, alles ist eine Kulisse des Erwachens wieder hin zum Ich Bin. Ja, also auch das Ich Bin kann sich zu Teilchen formen, um in dieser Form wieder Ich Bin zu erfahren. Und zwar bewusst. Darin liegt der Schlüssel. Das heißt, das Gewahrsein liegt noch vor dem Denken. Das ist ja die Übung, die wir ständig machen. Aber mich als das zu erkennen, dass ich dessen gewahr ist, das wählt. Und in dieser Verantwortung, in dieser Antwort auf, wer bin ich? Ich bin. Die Schritte zu tun, die ich tue, und vollkommen ich zu sein, nicht so, wie ich glaube, sein zu müssen, nicht zu denken, wie ich glaube, dass ich denken soll, nicht zu sagen, was ich glaube, was ich jetzt zu sagen habe, was ich jetzt sagen sollte. Nicht sich Sorgen zu machen darüber, wie ich aussehen sollte, welche Bücher ich lesen sollte, wie ich mich ausdrücken sollte. Das ist alles Zukunft. Aber das hier ist jetzt. Es ist Präsenz. Es ist nicht irgendein Bild von ich bin in der Zukunft. Es ist ich bin. Das heißt, sich nicht zu fragen, wie erfahre ich das oder jenes oder mich selbst gerade jetzt. Darin, wenn ich mich darauf wirklich einlasse, auf dieses, wie ist es jetzt, wie erfährt sich das, liegt der Schlüssel zu dem, was mich erfüllt, weil ich in dem dann Muster erkennen kann, in dem finde ich die Karte, die Führung zu dem ich bin. Und sich auch nicht zu fragen, ach, wie kann ich den Spirit hören, ein höheres Selbst hören, das setzt etwas Zukünftiges voraus, etwas, das jetzt noch nicht ist, sondern sich zu fragen, wie höre ich es denn jetzt gerade?